Nach vielen, vielen Stunden des Wanderns haben wir es jetzt hierher geschafft. Here I come. Oh, here I come. Guess what? Wir sind bei Universal. Wir haben uns extra einen Fastpass gegönnt, denn das macht absolut Sinn, auch in Disney World und so weiter. Sonst stehst du halt teilweise wirklich eine Stunde oder zwei Stunden. Und wenn man nur einen Tag hat, dann fährst du am Ende mit vier verschiedenen Sachen. Und damit können wir wahrscheinlich alles machen. Ich hab so Bock. Und hiermit willkommen zum neuen Vlog. Respect the spell limits. Wir sind in Hogwarts gelandet. Im ersten Shop haben wir auch schon Bertie Bott's Bohnen gefunden, die die ganzen Geschmäcker haben, von Popel bis hin zu Frucht und was weiß ich was. Hier sind ganz viele Kinder verkleidet als Hogwarts-Schüler. Es ist so schön und alle mit dem fetten Grinser im Gesicht. Ich lieb's. Also wenn ihr an einen Happy Place wollt, dann kommt hierher. Guckt mal, wie süß. Die hier sind goldig. So sieht übrigens der Honigtopf von außen aus. Und hier haben wir noch den Süßigkeitenladen. Im Hintergrund wieder der Hogwarts Express. Kleine Kim in mir ist thriving. Die Schlange beim Butterbierstand ist auch abnormal. Okay, und für uns geht's jetzt in die drei Besen. So sieht das Ganze hier drinnen aus. Ich finde besonders geil diese Wendeltreppe und dass einfach jedes Detail hier thematisch passt. Guck mal, da oben sind die ganzen Treppen. Is it just me oder checkt ihr auch immer in Lokalen dann die ganzen Teller von den Leuten aus, wie solche Stalker, weil ihr sehen wollt, was irgendwie geil aussieht? Das ist unser Food. Wir haben uns entschieden, uns das zu teilen. Das ist eine Shepherd's Pie. Wir möchten nämlich mehr als nur hier zwei Gerichte essen. Deshalb werden wir uns in jeder Welt, auch bei den Simpsons und so, einfach ein Gericht teilen. Und so kommen wir dann auch insgesamt auf wahrscheinlich relativ viel Essen heute. Hogwarts! Can you believe? Kommt euch dieses Büro bekannt vor? Wie geil, wie geil! Waterworld! Wir sitzen hier direkt hinter der Soaked Zone. Das heißt, da bist du richtig nass. Hier gibt es nämlich gleich eine Show. Mal sehen, ob es uns auch erwischt. Aber es scheint die Sonne und es ist warm. Also eine kleine Abkühlung kann sowieso nicht schaden. Okay, deshalb heißt das Ganze Soaked Zone, Leute. Die werden jetzt schon vorher alle nass gesprüht. Die Performance der Schauspieler war der Wahnsinn und ich habe mich gefühlt, als wäre ich live in einem Hollywood-Blockbuster. Die haben sich gegenseitig verprügelt und es hat einfach wirklich so ausgesehen, als würden die richtig austeilen. Also es war nicht so, dass sie gestoppt hätten kurz davor. Absolut mindblowing. Und jetzt stehe ich auch schon direkt vor dem nächsten. Wir machen jetzt die Animal Actors Tour und das sind verschiedenste Tiere, die in vielen Filmen mitgespielt haben. Ich bin so gespannt. Freunde, die sind von Harry Potter, die Vögel. Das sind einfach Darsteller. Wie krass ist das? So werden Szenen gedreht, wo die Tiere eben irgendwo durch den Dschungel oder irgendwelche gefährlichen Situationen fliegen. There it is, good horsey. Slow down, Turbo. Okay, die nächsten Darsteller kommen. Guckt euch die mal an, wie klein die einfach sind. Aha, er hat das Menü geändert. Oh mein Gott! Nein! Oh, so süß! Sie haben auch durchgesagt, dass die Tiere hauptsächlich gerettete Tiere aus dem Tierheim sind. Und das sind echte Darsteller. Also wenn ihr Filme guckt, ich bin ja immer kritisch bei so Tiershows, aber wenn ihr Filme guckt, wo Tiere mitspielen, dann sind das genau solche Actors. Und die haben halt wirklich Spaß an dem Job. Und das merkt man auch. Als nächstes geht es mit diesen Glasses hier auf eine Universal Studio Tour. Bin gespannt, was uns erwartet. So sehen die ganzen Studios aus. Einfach wirklich solche Würfel. Und da sind die Trailer von den ganzen Schauspielern. Jetzt kommen wir langsam in die Gegend, wo die Filme gedreht werden, wenn Straßenszenen sind. Da ist einfach New York nachgebaut. Also die drehen das halt wirklich hauptsächlich alles hier und gar nicht wirklich in den Städten. Du kommst in Seitenstraßen sogar rein. Das ist alles nachgebaut. Er meint gerade auch Twilight und so weiter wurde hier gedreht. Es wird gleich regnen. Die Regentropfen.
Tropfen. In Filmen sind dark, zweimal stormy, so groß wie echte Regentropfen, damit foggy, man die auch wirklich sieht in den Filmen. Und hier haben wir den wilden Westen. Hier hat Quentin Tarantino gefilmt mit Once Upon a Time in Hollywood. Guck mal, Bates Psycho. Motel. Das ist das Set von Krieg der Welten. Das ist einfach auf beiden Seiten komplett zerstört. Willkommen in Springfield. Donutladen, Krusty Burger und sogar Krusty Land. Da haben wir das Menü von Krusty Burger. Wir werden irgendwas davon auf jeden Fall essen. Das muss sein. Das ist jetzt unser Krusty Burger. Er ist immens hoch. Wahnsinn. Und unsere Pommes. Die Pommes sind leider nicht so wirklich crunchy. Aber was soll man erwarten von Krusty Burger? Das sind halt wirklich crusty. Und ich muss sagen, mir ist so ein bisschen schwindelig, weil diese Animationen so extrem real sind. Also das ist, als würdest du in das Metaverse eintauchen. Es ist rundherum alles animiert, als hätte man so eine Virtual Reality Brille an. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen klarkommen auf mein Leben. Und aufpassen, dass das Essen und so auch alles drin bleibt, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin. Es ist schon crazy, crazy real, die ganzen Sachen. Aber ich muss jetzt unbedingt eine Brezel irgendwo finden oder irgendwas, was so mein Übelkeitsgefühl ein bisschen aufsaugt. Lifesaver. Und hier auch wieder mal ein kleiner Blick in die Straßen. Sieht halt alles einfach aus wie Filmsets. Egal an welcher Ecke, es gibt auch so Little Italy, so süße Wohnungen. Ich glaube, er hat mir aus Versehen eine Pizza gegeben. Okay, machen wir uns ready für den Taste-Test. Guck mal, wie geil fluffy das ist. It's so fluffy! Ohne Witz, ich habe fast das ganze Ding zerstört. Hat maximal so viel hattest du. Maximal, sagt er. Ich habe das jetzt weggestellt wie nix. Ich habe noch extra Salz geholt, weil wenn euch übel ist oder so in Vergnügungsparks, gönnt euch Salz, Mineralien. Da sind wir im französischen Viertel jetzt. Und jetzt geht's ins Funland. Was meint ihr, Leute? Sind die Donuts gut? Die Schlange ist länger als bei den Attraktionen. Und ich glaube, da gilt unser Fastpass leider nicht. Guck mal, das geht immer noch weiter und weiter bis hierher. Und jetzt geht es als nächstes zum nächsten Studio, nämlich zu Warner Brothers da drüben. Und wir sind auch schon hier. Ich bin gespannt, was mir besser gefällt. Ich werde euch dann eine Empfehlung aussprechen, was ihr eher machen solltet, weil ehrlich gesagt, beides finde ich sehr, sehr teuer. Ich mache das jetzt auch hauptsächlich wieder als Ausrede, weil ich es ja brauche für den Vlog. Auf den ersten Blick ist das hier so ein bisschen mehr museumsmäßig angelegt. Wahnsinn, was Warner Bros. Alles gemacht hat. Hier auch Roger Rabbit war das, glaube ich. Und dann Animationen ohne Ende. Michael Jordan, geilster Typ. Gleichen Tag Geburtstag wie ich, by the way. Hier haben wir Television. Da haben wir natürlich die Classics. Prince of Bel-Air, Friends, Two and a Half Men, Gilmore Girls, The Big Bang. Irgendwie war es ja klar, dass das Brüder sind, das heißt auch Warner Brothers. Aber es ist trotzdem lustig, dann irgendwie die Gesichter dazu zu sehen. Und das Besondere ist, die sind verantwortlich dafür, dass wir heutzutage Ton haben in Filmen. Davor war alles Stummfilm und das war quasi deren großes Patent, dass der Ton synchronisiert werden konnte zum Bild. Kennt ihr das aus You und La La Land? Da wurde das gedreht. Richtig geil. Und das ist Sheldon und Leonard. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin ja großer You-Fan. Und das Lustige ist, die ganzen Häuser sind wohl innen auch leer. Also die wenigsten haben Einrichtungen drin. Und in der Kamera sieht man dann einfach gar nicht die Textur von dem Leinen oder dass der Boden nur Papier ist oder so. Also die kaschiert das dann quasi ganz gut. Hier wurde Batman gedreht, da sind Batman und Robin hoch und runter gerannt und dafür wurden extra Stuntmänner engagiert, weil das quasi ein Stunt war, da hoch und runter zu laufen. Hier ist Rory aus Gilmore Girls gesessen. Leute, kommt euch das bekannt vor? Das ist einfach die Friends Couch und die Friends Fontäne vom Intro, wo alle rumgehüpft sind. Leute, wir sind beim Central Perk und man kann da sogar das Joey Sandwich bestellen und Kaffee und alles
und ich hoffe, es schmeckt gut und ist nicht so dieses typische Vergnügungsparkessen. Let's find it out. Wie geil die Namen sind, also was da drin ist jeweils. Ich habe mich jetzt für den Chandler mit Eis entschieden. So, jetzt suchen wir uns hier ein kleines Plätzchen. Geil! Ich bin so ein Fangirl. Ich habe ja Friends absolut durchgesuchtet. Und auch die ganzen Szenen, die sie erwähnt hat, sofort wiedererkannt. Und ich habe extra den großen genommen. Im Vergleich dazu ist die Preis-Leistung bei dieser Mini-Pizza hier nicht ganz so geil. Winzig für 9,50 Euro oder so umgerechnet. Die schmeckt jetzt lieber mal richtig geil. Was sagst du? Tiefkühlpizza. Oh. Aber gute Tiefkühlpizza. Hier haben wir Phoebe, das Kostüm. So iconic. How you doing? Hier kann man sich halt einfach auch hinsetzen. Deshalb sind da jetzt mehr Tische, weil das zum Café quasi dazugehört. Schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an, was da so an Sachen in den Regalen steht. Ich schaue jetzt mal heimlich, ob die voll ist. Oh mein Gott, die sind festgeklebt, Leute. Ich glaube, ich darf das nicht anfassen. Ich lasse es lieber mal wieder. Aber das ist da alles hingeklebt, damit natürlich kein Tourist wahrscheinlich das klaut und mitnimmt. Nicht, dass ich sowas in Erwägung ziehen würde. Kommentiert auch unbedingt mal, wenn ihr Friends guckt oder geguckt habt, wer euer Lieblingscharakter ist. Ich weiß nicht, ob hier auf dem Vlog-Kanal viele Fans sind. Das ist geil, da kannst du so Hedgehogs einfach hinziehen und dann siehst du die Castings von den verschiedenen Schauspielern. The Big Bang Theory. Wer erkennt die Outfits? Der abgesperrte Aufzug. Oh mein Gott, das ist halt wirklich die richtige Kulisse. Also hier sind die durchgelaufen und runtergelaufen. Nur dass lustigerweise diese Treppen da hinten ins Nichts führen. Und genauso die Treppen, die nach oben gehen, führen ins Nichts. Es ist alles ebenerdig. Das heißt, wenn sie hochgehen und dann in die Wohnung kommen, die Wohnung ist eigentlich dann auch direkt daneben und eben alles ebenerdig. Das heißt, sie gehen in der Serie hier hoch und off-camera gehen sie dann einfach hier rüber und sind dann quasi da. Ich werde jetzt gleich mal hier Probe sitzen bei Sheldons Platz. Ich glaube, es ist der hier. Also der Platz ist wirklich tatsächlich durchgesessen. Man sitzt so richtig schräg. Da sieht man, wie Action-Szenen entstehen. Also die hängen dann so Seilen in der Greenbox. Und dann wird das nach und nach das Set-Design eingefügt und das ist dann das finale Produkt, wie man es im Kino sieht. Herr der Ringe haben wir hier. Ich dachte immer, das wird irgendwie in einer krassen Szenerie in Neuseeland gedreht, weil sie meinten, das ist alles in Neuseeland. Aber es sind halt nur die Bilder aus Neuseeland offenbar. Das hier ist auch richtig krass anzusehen, oder? Also die Figuren hier zumindest waren echt, oder was? Ah ja. Ja, ein paar Sachen. Ein paar Sachen sind einfach da, damit die Schauspieler sich wahrscheinlich irgendwie wohler fühlen. Wie er da einfach spielen muss, als wäre das eine unfassbare Szenerie. Da ist Kim ganz klein und sobald sie sich auf die andere Seite vom Tisch setzt, ist sie riesig. So sieht man halt, dass der eine Stuhl weiter vorne ist als der andere und der Tisch ist versetzt. Ich kriege jetzt gleich die richtige Experience, wie es ist, auf dem Besen zu fliegen. Hier wird Wonder Woman jetzt vertont und sie vertont es dann mit verschiedensten Mitteln eben. Und so ist dann quasi das vertonte Ergebnis. Beim nächsten Stop haben wir richtig iconic Heath Ledgers echtes Kostüm, als er den Joker gespielt hat. Dieser Part beinhaltet alles DC-mäßige Superheldenzeugs. Noch mehr Kostüme, die Schuhe. Das ist so witzig, wie man einfach die Sachen wiedererkennt. Das aktuellste Batmobile, da ist tatsächlich Robert Pattinson drin gesteckt in genau diesem Kostüm hier. Witzigerweise sehen die DC-Kostüme von den Superhelden auch live extremst realistisch aus. Hier haben wir zum Vergleich die Kostüme von 1989. Da haben wir noch nicht so viele Apps und so viele Muskeln drauf gepackt. Jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher zu Harry Potter. Da haben sie nicht nur die Kulissen, sondern eben auch verschiedenste Kostüme, Zauberstäbe und so weiter. Wir sind jetzt hier in Harrys Wohnung bzw. Haus und da ist tatsächlich sein Zimmerchen von unter der Treppe. Oh mein Gott. Und Dobby ist auch am Start. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr Universal oder Warner Brothers bisher cooler findet. Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß nicht, ob ich ready bin, das Geschrei zu ertragen.
Seht ihr diese ganzen Details, die ganzen kleinen Fläschchen, alles. Diese Töpfe hier sind sogar am Rauchen. Er checkt sich hier direkt den passenden Zauberstab. Ich würde sagen, als Empfehlung für euch, wenn ihr richtige Film-Nerds seid oder generell euch für das Behind-the-Scenes interessiert oder von euren Lieblingsproduktionen einfach mal so einen Blick in die Kulissen haben wollt, ist das hier definitiv Film- und Serienbezogener. Universal hingegen ist auch für Leute, die sich zum Beispiel null für Filme interessieren, richtig geil, weil es einfach mehr diesen Vergnügungspark-Charakter hat. Und es ist halt auch genial, wenn ihr mehr Zeit habt. Also in Universal kann man einfach den ganzen Tag von morgens bis 10 Uhr nachts verbringen. Und das hier hat uns heute 3 Stunden gekostet. Und ansonsten checkt auch gerne jetzt den LA-Vlog und den Mexiko-Vlog ab. Beziehungsweise auf Instagram habe ich auch ein Story-Highlight. Da habe ich richtig viele Reels reingestellt. Bin gerade wieder so ein bisschen on my Insta-Game seit diesem Urlaub. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bye!